So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei V-Rising. So, bevor wir hier zu dem ultimativen Albtraumbus gehen, den höchsten, den es gibt im Spiel, werden wir mal ganz kurz gucken. Wir können noch einen Ausrüstungsteil aufwerten hier, ne? Nämlich die Beinlinge. Da brauchen wir nochmal imperialen Faden und einmal Urblut vor allen Dingen. Ja, gut, dass ich da schon wieder ein bisschen was in die Warteschlange geschmissen habe, ne? Vom Urblut. So, das sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir bloß noch Seide und einen imperialen Faden. Was wir zum Glück auch beides schon mehr als genügend haben. So, jetzt sind wir aktuell bei 74 Ausrüstungsstärke, ne? Stellen wir mal die Blutmund-Leggings her. Und gucken mal, wo wir dann landen. Ja, müssen wir uns natürlich auch wieder ein bisschen sputen, ne? Unser Blut wird immer weniger. Ich möchte natürlich mit der Aufladung eigentlich ganz gerne den Endboss dann mal antesten. Ob wir den, wie gesagt, schon kaputt kriegen. So, lass mal hier bloß noch mal ganz kurz durchlaufen. Aber alles in allem muss man schon sagen, auch wenn wir uns schon relativ viel Zeit gelassen haben, teilweise auch mit recht viel Farmen, könnte man es fast schon runterbrechen auf so ungefähr 40 Stunden. Wenn man jetzt nicht viel groß auf Farmtour geht, sondern wirklich zusieht, dass man jetzt von Boss zu Boss rennt, dürfte man in etwa in 40 Stunden durch sein. Ich habe jetzt im Moment, glaube ich, so um die 45 Stunden Spielzeit insgesamt. Und da sind halt auch noch ein paar private Spielstände mit drin. Und dann halt auch noch die Farmstände, die ich zwischen den Folgen gemacht habe. Also ich denke, so mit 14 Stunden ist man ganz gut bedient. Dann ist man hier durch im Spiel. So, 74 hatten wir. Jetzt haben wir 75. Na gut, das ist eine Stufe, ne? Eine Stufe haben wir aber dazu bekommen. So, dann packen wir die Sachen mal hier mal alle rein. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir den nächsten Boss hier fertig gemacht kriegen. So, dann lasst uns mal gucken, ob wir den kaputt kriegen. So, dann müssen wir hier wieder zum Portal. So, und dann können wir von hier aus direkt runterlaufen. So. Müssen wir bloß mal gucken. Ja, im Prinzip einfach nur geradeaus runter, ne? Der Straße immer folgen. Und dann sind wir schon so gut wie da. Ich hoffe ja mal, dass uns jetzt hier nicht unbedingt noch irgendwie so eine... Ah, hier dürfte nämlich schon wieder eine Patrouille. So, hier dürfte irgendwo ein Milizlager sein. Ja. Ja, da sind wir aber ganz gut durchgekommen. Ja, die können uns mal gern haben. Müssen wir bloß mal gucken. Ich glaube, wir müssen unsere Tränke dann schon mal nachfüllen. Die dürften nicht mehr reichen. So. Gucken wir mal. Heiligwiderstand haben wir im Moment noch. Das ist schon mal gut. Was wir aber schon mal machen werden, wir werden ruhig einmal schon mal nachlegen. Damit wir wieder auf Maximum sind. Den Wuttrank füllen wir direkt nochmal auf. So, und dann schauen wir mal, ob wir den schon kaputt kriegen. Gucken wir doch mal, ob wir den eigentlichen Endboss hier im Spiel besiegt kriegen. So. So. Wir kriegen trotzdem noch ganz schön viel Damage ab, ne? Den meisten Schaden machen tatsächlich nach wie vor die Heilig-Sachen. Okay. Das ist natürlich jetzt ungünstig, ne?
prepare to taste true power. Ui. Ja. Große Frage ist, was macht jetzt mehr Sinn? Sich auf den Engel konzentrieren? Na, ich glaube, wir gucken erstmal, dass wir den hier wegkriegen, ne? Naja, wobei. Wir haben ihn eigentlich schon fast, ne? Wir haben ihn fast. Was das ausmacht, ne? Wenn man erstmal, wenn man erstmal heilig gedünst dabei hat. Ach scheiße, er hat sich hochgeheilt. Ernsthaft? Das? Das ist aber ungerecht. Hm. Tja, die Frage ist, was macht mehr Sinn? Direkt auf den Boss gehen? Die große Frage. Ja, der ist halt fast down, ne? Na komm, wir hauen einfach mal alles drauf. Und wir haben ihn. Das war der schwierigste Boss im Spiel, meine Freunde. Also zumindest vom Level. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt spieltechnisch wirklich der schwierigste war, aber wir haben eine Tod gekriegt. Uiuiuiuiui. Sehr gut. Trinkt das Blut von Solarus dem Unbefleckten. Ui, Solarus Seelensplitter. Okay. Blutschlüssel haben wir dadurch bekommen. Was macht das Ding? Seelensplitter. Du wirst geschwächt, wenn du einen Seelensplitter trägst. Du kannst keine Vampirkräfte, Reittiere oder Höhlengänge nutzen. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird um 50% verringert und du erleidest 25% höheren Schaden. Oh. Das ist aber ungeil. Was bringt uns das Ding dann? Was bringt denn uns das, wenn wir den haben? Das würde mich halt jetzt mal interessieren. Platziere den Seelensplitter in deinem Schloss, um seine Kräfte zu nutzen. Okay. Naja, müssen wir mal gucken, ne? So, wir können ja auch mal gucken, was wir hier an Kräften gerade bekommen haben. Was haben wir hier an Kräften bekommen? Das müsste unheilig, glaube ich, sein, ne? Gefallener Engel, das müsste das sein. Beschwört einen gefallenen Engel, der 15 Sekunden lang für dich kämpft. Angriffe des gefallenen Engels verursachen Schwächungen, die den erlittenen Schaden um 25% für 5 Sekunden erhöhen. Auch nicht so schlecht, ne? Eigentlich auch nicht so schlecht. Hm. Tja, das Problem ist natürlich, jetzt können wir keine Wolfsgestalt nutzen, ne? Jetzt müssen wir zu Fuß so zurück. Zum Schloss laufen. Aber damit sind es nur noch drei, meine Freunde. Drei Bosse noch und wir haben das Spiel komplett zu 100% durch. Das ist schon mal nicht so schlecht. So.
Aber es ist erstaunlich, was die Tränke für einen Unterschied machen. Hätten wir jetzt den Heiligtrank nicht gehabt, hätten wir halt alleine schon dadurch, dass wir da in der Gegend rumgestanden haben, massiv Schaden direkt zum Anfang bekommen. Ihr habt uns gerade so ein bisschen nochmal zusätzlich den Arsch gerettet. Krasse Sache. Wirklich krasse Sache. Ui. Also das Feuer hat uns gerade massivst Schaden gemacht hier, ne? Man merkt, dass wir gerade noch Zeug dabei haben. Stein, da ist nichts drin. Kupferbarren. Knochen, Tierhaut. Ah ja, gut. Hätte man jetzt nicht dringend gebraucht, aber wir nehmen es einfach mal mit, weil wir es können. Und das kleine Milizlager hier auch auseinandergenommen. Aber bin ich jetzt mal gespannt, was wir mit dem Splitter hier großartig anstellen können. Wir werden, glaube ich, mal ein bisschen tricksen. Wir werden das Portal nehmen und werden uns direkt zur Festung zurück teleportieren. Machen wir das mal so rum. So. Aua. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Boss doch relativ souverän tot kriegen schon. Da war ich ein bisschen überrascht gerade. So, wo ist denn hier der Aufgang? Auf der anderen Seite. Na super. Wenn man mal schnell irgendwo zum Teleport will. Ne? So. Ich meine, rein theoretisch. Ne? Wir haben eh gerade einen Debuff. Dann nehmen wir hier schnell nochmal ein bisschen Silbererz mit. Wenn Debuff, dann richtig. Wenn Debuff, dann bitteschön richtig. Nehmen wir gleich noch ein paar Ressourcen mit. So. Naja, Platz haben wir zum Glück gerade genügend. Dann können wir uns das mal leisten und noch ein bisschen was an Platz hier verwenden für ein bisschen ein paar Ressourcen. Ich bin echt mega gespannt auf den Vampirboss. Da bin ich echt mega gespannt drauf. Da bin ich mega gespannt drauf, was der uns für eine Fähigkeit gibt. So, ansonsten ist hier bloß noch Stein. Okay. Gut. Hier ist, glaube ich, auch nichts Besonderes mehr gewesen, ne? Nee, bloß noch Stein. Schade. Jetzt, wo wir hätten noch mal schnell ein bisschen Silbererz mitnehmen können. Ah, hier ist noch mal Silber. Ja, seht ihr? Manchmal muss man nur meckern. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen meckern. So. Nehmen wir hier einfach noch mal ein paar Silbersteine mit. Ja, das war's aber, wie es aussieht. Ja, mehr ist hier nicht. So. Dann auf zum Schloss. Bin ich, wie gesagt, jetzt mal mega gespannt, was wir mit diesem Seelenfragment hier anstellen können. Seelenfragment. Kann man das hier irgendwie vielleicht reinpacken? Ah, ist jetzt die große Frage. Ist halt auch so ein bisschen die Sache, was mache ich damit jetzt? Kann man das ablegen? Das kann man nicht mal ablegen. Ach du Gott. Tja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Das Ding kann man nicht mal ablegen. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das ist jetzt die große Frage. Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir damit? Ich habe halt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir das lassen könnten. Und jetzt die ganze Zeit mit rumschleppen ist natürlich auch nicht so geil.
Das wird jetzt die große Frage. So, hier können wir noch mal ein paar Kupferbarren reinschmeißen. Ansonsten Steine, Knochen. Können wir zur Not noch mal hiervon was reinschmeißen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man den nicht ablegen kann. Platziere den Seelensplitter in deinem Schloss, um seine Kraft zu nutzen. Das ist die große Frage. Ich verstehe halt auch nicht, warum man den nicht einfach in eine Kiste packen kann, ne? Ich meine, abwerfen können wir ihn auch. Das ist jetzt ein bisschen kurios. Können wir höchstens eins machen? Wir müssen bei unserem anderen Schloss mal gucken, ob wir eventuell irgendwie irgendeins der Gebäude schon bauen können, wo wir die Relikte für bräuchten. Vielleicht kann man den da reinpacken. Das wäre vielleicht nochmal so eine Überlegung. Das wäre vielleicht eine Überlegung. So, wir brauchen halt unbedingt Knochen, ne? Brauchen halt unbedingt Knochen. Das ist so ein bisschen das Problem im Moment. Kommen gerade nicht wirklich weiter, weil wir einfach keine Geistesteine mehr haben. Das ist ein bisschen der Nachteil. So, Schriftrollen haben wir jetzt auch nicht so atemberaubend viel. Müssen wir mal gucken. Naja, wie gesagt, zumindest können wir schon mal Gold herstellen. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, was brauchen wir dafür? Mehr Gold brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann schmelzen wir einfach mal ein bisschen was ein. So. Oh, es dauert aber lange, bis die hergestellt werden. Holla, die Waldwehr, das dauert aber. Das dauert aber. Geistesteine können wir dann auch herstellen. Müssen wir direkt mal gucken, ne? Grabstaub oder alternativ Geistesteine. Die brauchen wir jetzt ganz dringend. Könnt ihr mal gucken, das Auge der Dämmerung, was braucht man dafür? 4 Goldbarren. Naja gut, das dürfte man dann jetzt demnächst schon bauen können, ne? Ah, das ist der Punkt, ne? Auf einem PvP-Server existiert nur ein Seelensplitter jeder Art, während es auf einem PvE-Server mehrere Instanzen geben kann. Seelensplitter, ne? Wir haben den Seelensplitter gerade. Das heißt, dafür brauchen wir den, das Ding jetzt. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, ne? Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die 4 Goldbarren durch sind. Dann können wir das Ding bauen. So, ich würde dann aber fast sagen, den bauen wir auch schon in unserem neuen Schloss, ne? Macht, glaube ich, mehr Sinn. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und apropos mehr Sinn. Ich glaube, wir könnten hier sogar noch mal einen von diesen Tränken hier machen. Genau. Machen wir uns gleich noch mal einen Heiltrank mehr. So, wunderbar. So, dann können wir die Flaschen hier wieder erstmal reinpacken. Wie ihr schon seht, ich habe schon eine Stufe höher an Heiltränke schon mal vorbereitet. Ne? Ich meine, jetzt braucht man sie aktuell auch gerade nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir sie in Zukunft brauchen werden. Ja, rein theoretisch gesehen, das wird ja jetzt hier noch einen Moment dauern, bis das Gold durch ist. Würde ich fast sagen, wir gucken einfach mal, was wir für die Juwelensachen brauchten und dann bauen wir in unserem anderen Schloss schon mal weiter in der Zeit, ne? Nutzen wir die Gelegenheit mal. Webstuhl. Mhm. So, wir brauchten für Herstellung Juwelentisch. Da brauchen wir Glas.
Oh, und Gemdust 60 mal. Aha. Gemdust 60 mal. Eisenbarren. Verbesserte Blutessenz dürften wir haben. Aber 60 mal Gemdust müssen wir uns nochmal in die Tasche packen. Den brauchen wir nochmal. Wir müssen mal gucken, wo wir den reingeschmissen hatten. Ah, hier. So, dann nehmen wir uns das nämlich direkt schon mal mit. Ja, ansonsten dürften wir eigentlich alles haben. Tja, ich werde dann bei Gelegenheit, wie gesagt, mal gucken, dass ich uns mal ein Ziel eventuell nochmal organisiere, das auch wieder relativ hohe Werte hat. Ne? Damit wir bei den nächsten Bosskämpfen auch wieder mit ein bisschen mehr Bonus-Stats reingehen. Ja, die sind schon nicht schlecht, ne? Wenn wir das gerade hier so sehen. Schadensreduzierung bis zu 20%, das ist schon ganz schön ebenbar. Und 150% erhöhte Regeneration der Gesundheit, das ist auch ziemlich ebenbar. Also, da sollten wir nicht dran sparen. So, dann teleportieren wir uns erstmal zum anderen Schloss. Und dann bauen wir hier erstmal weiter, ne? Müssen wir bloß nochmal gucken, dass wir uns nochmal Ziegel und Bretter organisieren. Und dann bauen wir hier das Schloss erstmal kurz weiter. Das haben wir. Einmal frei. So, und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, hier könnten wir im Prinzip ein bisschen schmaler bauen. Das muss eigentlich nicht so mega umfangreich sein. Könnten wir rein theoretisch sagen, bis hier ran. Ne? Wollen wir ja mal gucken. Ah, fehlen uns ein paar Steine. Da fehlen uns ein paar Steine. Dann machen wir mal schnell Trick 17 und holen uns noch welche. Auch gleich wieder dieses komische Gekröse hier wegmachen, was hier noch so rumsteht. So, hier haben wir nochmal Stein und nochmal Schwefel. Okay. Nehmen wir natürlich auch gleich nochmal mit. Ich bin halt mal mega gespannt, wie viele Gebäude überhaupt noch kommen. Ne? Ich denke mal, einen Großteil aller Gebäude dürfen wir jetzt auch schon haben. Da dürfte eigentlich nicht mehr so viel kommen. So. Ist jetzt ein bisschen witzig, dass wir vom Level her den stärksten Boss eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen haben. Das ist eigentlich ein bisschen kurios. So. Aber ich muss ehrlich gestehen, von der Boss-Mechanik fand ich den Behemoth irgendwie schwieriger als den Solarus, den wir gerade gekillt haben. Kann man also auch wieder so ein bisschen zweideutig sehen, irgendwie so ein bisschen. Der schwerste Boss muss hier nicht heißen, dass es der schwerste Boss ist, so nach dem Motto. So, dann lasst uns mal schauen. Schloss Wände. Da ist jetzt schon mal die Frage, wo bauen wir den Eingang hin? Könnte man theoretisch sagen, man baut ihn hier so dran. Dass man den Eingang gleich vorne hat. Oder alternativ baut man hier so in die Mitte. Ja, das macht, glaube ich, auch Sinn. Ne? Hm. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, wir bauen hier Fenster rein. Naja, andererseits, nee. Hier brauchen wir, glaube ich, kein Fenster. Es reicht jetzt, glaube ich, wenn wir hier welche bauen. Naja, rein theoretisch hier hinten müssen wir nicht unbedingt ein Fenster in der Ecke haben. So, sollte so auch gehen. Sollte, denke ich, so auch gehen. So, bauen wir hier mal eine Ecke. So, und dann müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir
Brauchen wir auf jeden Fall dann nochmal Böden. Vorher können wir ja mal gucken. Wir können ja die Gebäude direkt schon mal setzen. Oder auch nicht, weil wir noch Eisenbarren brauchen. Okay. Glas, Eisenbarren und eine verbesserte Essenz. Ich hoffe mal, wir haben noch genügend hier auf Vorrat. Wäre jetzt ein bisschen mad, wenn uns da was fehlen würde. So, eine verbesserte. Oh, die haben wir schon mal. Eisenbarren haben wir definitiv auch, aber Glas fehlt uns, glaube ich, ne? Ne, Glas haben wir auch. Gut. Gut, dann habe ich nichts gesagt. So, dann setzen wir hier nämlich noch schnell alles rein, was wir rein haben wollen. So, dann können wir gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. So, dann Juweliertisch. Wollen wir mal gucken, wie viel Platz der wegnimmt. Ja, den könnte man theoretisch hier so gleich hinsetzen. Und das Ding ist relativ klein sogar, ne? Ah. Können wir theoretisch hier so hinsetzen. Würde ich meinen. Ja. Dann können wir zur Not dazwischen sogar nochmal ein paar Kisten bauen. Das denke ich gar nicht mal so verkehrt. So. Tja, theoretisch gesehen könnten wir es sogar ein bisschen aufteilen, sehe ich gerade, ne? Wir machen es mal anders. Wir setzen die Sachen mal hier so ein bisschen hier hinten hin. Hm? Das Ding drehen wir auch nochmal. Setzen das hier hinten hin. Ja. Und dann können wir hier nämlich nochmal eine Wand ziehen und dann können wir den Raum ein bisschen kleiner machen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Anders geht's leider gar nicht. So. Und dann können wir hier nämlich dann explizit nur diesen Boden reinsetzen. So, was brauchen wir denn hierfür? Wir brauchen Regulus-Muster. Regulus-Muster. Mal gucken, ob wir den überhaupt schon haben. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Nee, haben wir noch gar nicht. Nee. Den haben wir noch gar nicht. Das ist natürlich nicht so geil. Dann müssen wir mal eins machen. Dann müssen wir hier erstmal Schlossboden reinsetzen. Einfach nur, damit er drinne ist. Ja, damit der Raum zumindest zu ist. Müssen wir dann bei Gelegenheit, wie gesagt, plus nochmal gucken, sobald wir den Regulusboden haben, dass wir den austauschen können. So, und dann können wir hier nämlich theoretisch irgendwas anderes reinsetzen. Beispielsweise die Bibliothek oder solche Dinge. Oder alternativ, wir sagen hier, dass wir hier Gruft reinbauen. Das könnte man theoretisch auch machen. Können wir mal kurz gucken, was wir brauchen für die Dings. Die Diener. Särge. Kupferbarren. Okay. Da brauchen wir Kupferbarren für. Gucken wir mal, dass wir die noch schnell organisiert kriegen hier. Ein paar Kupferbarren. So. Und dann bauen wir hier gleich ein paar Diener-Särge. So, dann gucken wir mal. Dann können wir uns nämlich auf Brighthaven zum Beispiel schon mal ein paar neue Diener organisieren. Das können wir dann auch in einer Folge mal insgesamt machen. Oh, halt, Moment. Hier fehlt, glaube ich, auch noch eine Tür, ne? Hier fehlt noch eine Tür. Das sollten wir natürlich nach Möglichkeit machen, ne? Ohne Tür ist schlecht. So, wartet mal. Dann bauen wir hier irgendwo mal noch eine Tür rein. So, und dann gucken wir bei Dominanz und dann bauen wir noch den ein oder anderen Dienersarg hin.
So, dann haben wir erstmal 5 Stück. Auf der anderen Seite könnten wir theoretisch dann auch noch welche bauen, aber ich denke mal, die sollten jetzt erstmal reichen. So, dann müssen wir bloß noch mal gucken. Boden für die Gruft. Ob wir Gruftboden schon hatten. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ah ja, haben wir schon. Sehr gut. Ach, da brauchen wir erst wieder Grabstaub für, ne? Gut. Dann wissen wir, was wir nächste Folge machen werden, meine Freunde. Denn wir machen hier nochmal eine kleine Folgenpause. Ja, wir müssen uns nochmal Grabstaub organisieren. Und dann können wir hier unsere Diener vorbereiten. Und dann werden wir in einer der nächsten Folgen nach Brighthaven gehen und werden uns da mal hochstufige Ritter, Kleriker und Paladine mal organisieren, um eine neue untote Armee auf die Beine zu stellen. Für die Folge gerne mal Däumchen wieder da lassen. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Bosskampf fandet. Wie gesagt, vom Level her war das der höchste an Content, den es aktuell gibt im Spiel. Vor allen Dingen auch, wie ihr die Bossmechanik fandet, ne, mit diesem gefallenen Engel, der da beschworen wurde. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge schon sehr, sehr bald hier bei V Rising. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.